Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video, Aufnahme Nummer 2. In diesem Video, beziehungsweise in dieser Mod-Vorstellung, möchte ich euch den Backport-Mod zeigen. Weil, schaut mal, hinter mir sind zwei Blöcke, die gibt's in der Minecraft-Version, auf der ich den Server mache. Noch gar nicht, schaut mal her, da steht's, Minecraft 1.10.2. Der Backport-Mod fügt diese coolen Sachen hinzu. Der Macher ist hobbymäßig dran und dem werde ich auch das Video, also den Link dazu, zuschicken. Also wäre es nett, wenn ihr, weil ich in Englisch, naja, nicht so ganz bin, für mich vielleicht eventuell dann einen Untertitel hinzufügt, einen englischen oder anderssprachigen, damit jeder auf der Welt sehen kann. Okay, naja, auf jeden Fall. Lass uns erstmal mit dem Mod beginnen. Ich zeige einfach nur das Wichtigste, kurz, knapp und wie es funktioniert. Also wird sehr kurz. Als allererstes haben wir hier den Observer. Das Coole daran ist, er funktioniert genauso wie immer. Also ich kann hier jetzt Baluis Kopf hinsetzen. Ja, gut. Ich habe mit dem Command experimentiert. Den kenne ich schon länger und wollte auch mal ein bisschen hier auf den Server, ob die ganzen Mods irgendwelche Auswirkungen drauf haben, rumexperimentieren. Ich weiß nicht, wieso die Texturen nicht laden. Hehe. Ja, die drei aus Kingdom. Ich will hier keine Werbung machen, Entschuldigung. Auf jeden Fall, wie man sieht, funktioniert's. Es blinkt kurz auf. Zwar leicht verspätet, aber es blinkt. Und die Schalkerbox. Wie wir es erkennen, können wir craften aus Schalker-Shells, die droppen durch den Mod jetzt, wenn man Schalker tötet. Wenn man die Schalkerbox öffnet, sie funktioniert genau gleich. Man kann also so eine Schalkerbox einfach reintun und man kann versuchen, sie reinzutun und sie bleibt hier. Ja. Auf jeden Fall, normalerweise wird man von der Schalkerbox nach oben gedrückt. Wenn man aber jetzt versucht, wenn man das versucht, passiert es nicht, man fällt durch. Wäre was eigentlich ganz Nützliches für einen Geheimeingang. War schon. Ja. Normalerweise würde das im normalen Minecraft nur passieren, wenn man direkt einen Block hätte, der das nicht zulassen würde, dass man nach oben gedrückt wird. Dann würde man durch die Schallbox nach unten gedrückt und ja, durchfallen. Das ist aber eben super Bug. Jetzt gehe ich mal kurz ins Inventar und zeige euch den Rest des coolen Mods. Also, was ist wie normal hinzufügen? Hier sieht man erstmal die andersfarbigen Schalkerboxen. Dann haben wir hier noch den klassierten, also Glazed Terracotta. Dann haben wir hier noch den Concrete. Ja, also den Powder und so weiter. Dann festen Concrete. Also in den ganzen Farben. Und hier, was es auch gibt. Iron Nugget. Aber ich glaube, ein anderer Mod hat das bereits auch hinzugefügt. Iron Nugget. Nein. Tingles Construct hat was ähnliches, aber gut. Also, nein. Da hatte ich mich verschätzt. Auf jeden Fall. Man kann das wie normal craften. Hier spinnt aber manchmal. Und da werden nicht alle Crash-Rezepte angezeigt, wie von den Shulker Shells. Also wenn man sie verfärben will, also das ist verfärbt, das ist hier das Original, Purple. Da also die Rezepte werden einem nur nicht angezeigt. Aber was es anzeigt, ist der Drop. Gut. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's mit dieser kleinen Mod-Vorstellung. Und ich lade hier nach eventuell noch ein Video hoch. Und ich sage hiermit ciao und bis zum nächsten Video. Tschüss.